Seid ihr bereit? Dann kann's ja losgehen. Und zwar nach dem Intro. It's Kamera Time. Sloppy Discomunication. Commonwealth C64. It's Kamera Time. Enjoy my channel and have fun. Sloppy Discovery. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Floppy Discovery mit Tomaniac. Ja, ich bin wieder am Start mit einer Kiste Floppy Disks für den C64. Aber das müsstet ihr ja mittlerweile schon kennen, worum es hier geht. Und deswegen nicht lang schnacken, einfach mal eine Disk auspacken. Ich weiß nicht, was ich da habe. Keine Ahnung. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Grafik 80 Zeichen Demo. Das hört sich nicht vielversprechend an. Für den 128D, den ich hier übrigens original hier stehen habe, und an dem ist die 1541 dran. Ja, warum mache ich das mit dem 128D? Weil ich den C64-2 habe. Wie hängt das jetzt zusammen? Ja, soundtechnisch. Der 128D hat noch den alten SID-Chip. Und das heißt, Soundeffektgeräusche und so kommen über den halt besser als über den neuen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, warum das nicht mit dem 128 aufnehmen, ne? Und gesagt, getan. Ja. Und jetzt sind natürlich in dieser Box auch Sachen für den 128 drin. Aber ich betreibe den ja momentan im C64-Modus. Das heißt also, das wird wahrscheinlich nicht ergiebig sein hier. Grafik 80 Zeichen Demo. Ja, das kann ich gleich vergessen. Okay, da brauche ich gar nicht weiter gucken. Und dann greifen wir mal direkt wieder rein hier in die ganze Geschichte. Nee, damit ihr auch seht, ich schummel nicht. Record Music, C64 Music Aufnahme und Abgabe, Save Load. Kriegen wir vielleicht mal ein paar SID-Tracks zu hören? Ich habe keine Ahnung. Es kann natürlich sein, dass dafür zum Abspielen ein spezielles Programm erforderlich ist, welches ich aber möglicherweise hier auf die Schnelle nicht finde oder nicht habe. Music, It's on Ice-T, Digi, Warning Ice-T, Digi, Digi, On. Wollen wir mal sehen. Vielleicht werden wir jetzt ja musikalisch berieselt. Vielleicht aber auch nicht. Idealerweise hat das Ding hier irgendein Menü, aus dem man was wählen kann. Das ging mir jetzt fast mal zu schnell. Da war nämlich kurz was. Aber so schnell wie es kam, war es auch wieder weg. Was? Das ging so schnell. Ja, toll. Also ich hätte gerne irgendeinen SID-Track gehört. Hätte ich nichts gegen. Aus irgendeinem Grund funktioniert das oben nicht. Ich hoffe, dass das Ding hier im Idealfall was Selbstlaufendes ist. Ich zweifle allerdings, dass dem so ist. Ich glaube nicht, dass sich das ohne weiteres selbst abspielt. Wahrscheinlich braucht man das Musikprogramm irgendwie vorher, um das ans Laufen zu kriegen. Sehen wir ja gleich. Denn ansonsten wird das wieder eine ganz merkwürdige Folge. Ja. Kann alles passieren. Ne? Kann sein, dass wenn wir Glück haben, wir gleich Musik hören werden. Kann sein, dass er sagt, nix. Run, ready, blink, load, error, weiß nicht. Oder so. Der wird dir nicht sagen, zum Abspielen dieses Files musst du das Programm Musik starten. Nein, so fortschrittlich sind wir hier auf dem C64 nicht. Da passiert was. Jetzt werden wir gleich mehr wissen, vielleicht. Ah, scheiße, das gefällt mir gar nicht.
Okay, Bild ist wieder da. Die Frage ist nur, kommt da noch mehr? Ich warte auf das Tick. Das Tick kommt aber nicht. Scheißendrick. Da ließ ich wohl gerade was tot. Deswegen hat er mich auch vorhin komplett rausgeschmissen und sogar die HDMI-Verbindung gekappt, wie ihr es vielleicht vorhin mitgekriegt habt. Ja, solche Programme liebe ich ja wie Schnupfen. Also, Reset. Vielleicht leicht ja irgendwas noch hier. Digi. Digi, Digi. Vielleicht lade ich es auch falsch. Aber ich schätze, ich werde gleich mal... Hey. Record, Play, Keyboard. Load Sample, Save Sample. Start, Step, Ende. Play, P. Es ist... Das ist definitiv nicht die richtige Abspielgeschwindigkeit. Wie kann man es denn stoppen? Kann man es überhaupt stoppen? Ja, mit Space. Load Sample, Save Sample. Wie hieß denn das da vorhin? Kann man denn damit überhaupt... Change Sample Rate mit Plus und Minus. Da kannst du wahrscheinlich... D. Was macht er jetzt? Spiel mal ab. Was ist ein Adjust Digitizer Plus K.O.? Ja... Ich glaube, ich habe die tiefere Tonlage jetzt erwischt. Wie kam ich wieder raus mit Space? Load Sample. Ach so. Wie hieß denn das vorhin? Scheiße. Nee, so hieß es nicht. Aber vielleicht kriege ich damit was eingeladen. Okay, probieren wir nochmal. Da lasse ich nicht locker. Merken wir uns noch mal eben, wie das gerade hieß, das erste. Ah, das ist so lange. Was ist denn Digi-Dollar 4000? Oder Warning Ice Tea? Komm, wir gucken mal, was das ist hier. Das ist wahrscheinlich Warning Ice Tea. Mal merken. Vielleicht kriegen wir damit was hin. Auf jeden Fall hat da jemand schön was gesampelt. Wir können mal gucken, ob er das so lädt. Ich habe allerdings meine Bedenken. Oder ich mache mal 0,8. Aber ich habe das Gefühl, das wird nichts. Und ansonsten drehen wir die gleich mal, turnen wir die gleich mal around und schauen mal, what's on the other side. Und ansonsten kommt hier kein Haken auf die Tüte. Schützen. 10 bis 52 Grad Arbeitsumgebung. Vorsichtig einführen. Ja, ne? Wie in so manchen Dingen. Only soft tip pen. Jawohl. Do not bend. Keine Magnetfelder. Niemals das Magnetfeld antatschen. Keep clean. Das ist geil. Es ist so ein Weinglas und eine Zigarette abgebildet. Und no heavy objects. Und da steigt er mir gerade wieder aus. Kennt ihr das noch? Diese ganzen Symbole von damals?
Ach, das war noch Times da. Im Moment schmiert er mir gerade richtig ordentlich weg. Geilomat. Ja, ganzer Haken, ey, was ich hier schon wieder sehe, oder nicht? Doch. Ja, da bleibt nur eins übrig. Wir resetten den ganzen Kram viermal und gucken mal, was auf Seite 2 ist, falls auf Seite 2 irgendwas ist. Ich fürchte nein, weil ist nicht gelocht. Dann brauchst du gar nicht probieren, dann ist da auch nichts. Musikaufnahme und Abgabe, Safe Load. Es hätte mich schon irgendwie interessiert, aber anscheinend bin ich gerade zu blöd, das ans Laufen zu kriegen. Ja, okay, dann also greifen wir erneut hinein und hoffen, dass wir diesmal irgendwie was haben, wo wir sagen, ja, dann lohnt sich die Folge am Ende ja doch noch. Oh, was habe ich denn daraus gezogen? Leute, es könnte doch noch den Tag retten. Und zwar ein Original-CD und drauf steht Ghostbusters! Rein damit! Das müssen wir sofort laden! Aber erstmal gucken, ob es auch wirklich drauf ist. Ich bin mir gar nicht mal sicher, weil... Nein, ich bin mir gar nicht mal sicher. Hier ist noch eine andere Liste. Copyright Activision. Okay, das könnte es tatsächlich sein. Weil ich habe hier eine andere Liste, die was ganz anderes auch sagen tut. Aber offensichtlich gehört die nicht zu dieser Disc. Ja, dann können wir ja jetzt hier ganz oben durchladen wahrscheinlich, ne? Oh Mann, Ghostbusters, ich hab das gesuchtet damals. Ich fand das so hammergeil. Aber mal gucken, ob es jetzt hier auch läuft. Und war, glaube ich, nur einseitig. Presence. Mal sehen, haben wir das Original Activision Ghostbusters? Was soll der Scheiß? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Oh Mann, diese Folge geht hier voll den Bach runter. Ich glaube, ich kann euch heute nicht ein einziges Game zeigen, oder was? Hammer! Was soll denn das? Bitte krieg dich nochmal ein. Oh, vielleicht kriegt er sich doch nochmal ein. Das klingt jetzt erstmal wieder nicht so schlecht. Ah, das Licht ist aus. Es blinkt nicht. Es ist kein Fehlerblinken. Vielleicht kriegt er sich doch nochmal. Ich würde es sehr begrüßen. Er startet, er springt wieder an. Das Geräusch mag ich überhaupt nicht. Denn ich glaube nicht, dass es dazugehört. Hoffentlich hat er sich jetzt nicht totgeladen. Ja, weil jetzt passiert nämlich überhaupt nichts mehr. Ach, ja! Es läuft doch! Ja, ja, ja! Wie geil! Kommen wir doch noch zu einem guten Ende. Press F1 oder F3 für Ghostbusters? Kommt da gleich der hüpfende Punkt? Ja, genau. Das ist ja Karaoke, ne? Kannst du gleich mitsingen hier. In your neighborhood. We're gonna call... Ghostbusters! So, wie war das? F1? For professional paranormal investigations and eliminations, we are ready to believe you. To form a Ghostbusters franchise in your city, please state your name last first. Do you have an account? In that case, welcome to your new business. As a new franchise owner, the bank will advance you $10,000 for equipment. Use it wisely. Good luck.
Go ahead. Ja, Press Space Bar to view car options. Nein. Ja gut, wir nehmen da die Nummer 2. Carries 5 items of cargo, top speed 75 mph. Ja. Kauf mal. So, konnte man das mit dem Joystick machen? Konnte man das mit dem richtigen Joystick machen? Ah ja, mit Joystick in Port 1. Gut, dass ich in beiden Ports einen Joystick drin habe, weil ich eben keinen Bock habe auf diese ganze Scheißwechselei. Ja, bau dran das Ding. Mehr kann man nicht bauen oder kaufen oder was? Type 1 bis 3 for more choices. E to end. 1 bis 3 for more choices. Ach da. Traps required. Wie viel habe ich denn noch? Noch 5000? Ein Geisterstaubsauger. Passt der nicht mehr oder was? Der passt nicht. Ja, warum nicht? Ich kann aber auch von Hand nichts anderes mehr wegnehmen. Ich kann auch nur eins davon. Okay. Ja, ich hoffe, das reicht. Portable Laser Confinement System. Ach so, kostet 8000. Kann ich mir nicht leisten. Ja, dann E-to-End. Nur ist das lange her. Your car is loaded to capacity. Wahrscheinlich da oben muss ich an dieses befallene Gebäude ranfahren. Konnte ich per Knopfdruck was machen? Es ist schon so lange her. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ne? Im Moment kann ich per Knopfdruck jedenfalls noch nichts machen. Nichts mehr. Da fahren wir rechts ran. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt vernünftig hin. Ich sehe kein Ghost. Ah. Aber warum ist das dann da am Blinken? Was hat denn das damit auf sich? Hier ist auch noch nichts unterwegs. Da. Und jetzt müssen wir das Ding irgendwie einschleimen. Ne? Aber es ist ja... Ich habe keinen Partner hier. Wie soll ich denn das alleine machen? Das geht doch gar nicht. Ah, da kommt Nummer 2. Den kann ich auch bewegen, aber nur... Ja, scheiße, da war aber nix! Dreck! Jetzt werden wir geschleimt. Genau, das ist passiert. Scheiße! Muss ich jetzt zum Headquarter und muss mir wieder neue Leute holen? Ich weiß es eben immer. Oh, verdammt. Das fängt ja schon richtig gut an. Ich kann wieder nix mehr. Ich habe das vor, weiß ich nicht, ich habe das Jahrzehnte nicht mehr gespielt. Das könnte hinkommen. Ich weiß nur, dass ich das damals geliebt habe. Und heute kann ich nix mehr. Ah, guck mal da, neue Männer eingestiegen. Hier vorne ist es am Blinken dran, am Tun, am Sein. Ja, denn... Ich habe wahrscheinlich meine Karre mit Sachen ausgerüstet, die ich noch eigentlich gar nicht brauche. Bleibst jetzt mal hier? Oh, das Vieh kommt nicht runter. So wird das jetzt schwierig. Den kriegst du doch nicht hier rein. Geht nicht auf Zeit, oder? Jetzt komm runter! Ja, hab dich, du Kackfee! Das war Glück! Das war einfach nur Glück! Müssen wir dich ins Hauptquartier bringen? Ich weiß es eben nicht mehr. Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Hier öffnen Empty Tracks, go back to... Ja, also doch, Headquarter. Wieso darf ich denn nur... Ich habe nur eine Falle? Wie blöd. Na schön.
weiß nicht mehr, was es mit dieser PK-Energy da auf sich hatte, aber wenn die, glaube ich, 1000 erreicht hat oder so, kam Marshmallow Man oder sowas. Ich bin aber nicht... I'm not sure. Ja. So, jetzt sollte es aber eigentlich gehen, ne? Ja, was passiert eigentlich, wenn man jetzt hier ranfährt und... Kann man die irgendwie einschlürfen, wenn die dann jetzt hier irgendwie mal auf die Straße kommen? Im Moment kann ich ja per Knopfdruck nichts erreichen. Geht nicht. Nö. Da machen wir mal die Falle da abstellen. Ach nee, du Mistvieh. So, jetzt bleibt doch drin. Ja, ich habe das Gefühl, mein Strahl bringt hier mal überhaupt null. Und der Rest ist Glückssache. Exakt. Boah, das hat schon PK-Energie 700. Irgendwie schlag mich tot. Ja, ich kann nichts machen so. Ich kann ja auch nicht wegschlürfen. Wahrscheinlich, weil ich den falschen Scheiß auf dem Dach habe. Ich wüsste aber auch jetzt nicht, wie man hier noch irgendwie was kauft. Ob man das überhaupt kann. Weil ich bin dann ja anschließend bin ich ja weg. Ich weiß nicht, ob man dann zum Gebäude von Zul fahren muss. Wenn die 1000 erreicht sind, die 1000 PK Energy Dinger. Ich weiß es echt nicht mehr. Zumindest habe ich mich jetzt vorhin mal nicht so doof angestellt. Das ist aber schon ein bisschen eine Glückssache, ne? Du kannst hier auch nicht... Ja, vor allem, das Vieh hängt immer da oben rum. Also, da brauchst du echt Geduld, ne? Nein! Ja. Das wollte ich unbedingt hören. Was hat schon 1400 irgendwas? Nicht, dass bei 10.000 erst ankommen muss. Hier kann ich nichts machen. Ich weiß auch gar nicht, ob man bei Suhls Gebäude irgendwas machen kann, soll, muss, darf. Ach, was mache ich denn? Ach, scheiße. Das war ja mal richtig professionell. Gut, dass hier das Headquarter direkt in der Mitte ist. Ah, die fahren... Ne, da kann ich nichts machen. Die fahren... die fahren... Die Gespenster bewegen sich alle auf Suhls Gebäude zu. Ich weiß nicht, ob dann gleich hier... Ich kann mich auch... Doch, ich kann mich bewegen, aber ich kann hier nicht... Ich kann da nichts machen, so. Tja... Ihr seht auf jeden Fall nochmal ein bisschen Ghostbusters nach den beiden ersten Discs, die irgendwie so nix waren. Zwischendurch hat es sich ja angehört, als ob sich mein Laufwerk zerschreddert. Ja, da ist nix. Habt ihr auch festgestellt. Ne? Ich kann auch hier so... nicht wirklich was machen. Außer Gespenster einfangen. Momentan liegt nicht mehr drin. Ich kann also aber auch nichts anderes kaufen. So, ja, wenn ich jetzt nochmal drücke, dann löst die Falle aus. Heißt also, wir müssen jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ich kann zwar meine Leute... Ja, ich kann die nur aufeinander zubewegen, aber nicht voneinander weg mehr. Das ist natürlich auch nicht schön. Weil bis das Vieh dann wirklich sich mal bequemt, da in die Mitte zu kommen... Ja! Oh, gerade noch erwischt. Mann, oh Mann. Ja, das bringt Kohle ein. Das Problem ist nur wirklich, ich wüsste nicht, wo ich mich neu ausrüsten soll. Ich kann das Gebäude da oben nicht. Und was ist das da unten? Was ist das hier? Was soll das sein? You have no empty traps. Go back to... Ja. Na super. Ist das Ding dann noch unterwegs da? Das ist komische Schwarze. Kann ich das dann einfangen? Was war denn das?
Oh Mann, was für ein weiter Weg. Ey, hier fährst du ja 500 Kilometer, ey. Hallo? Kommt man auch irgendwann mal an? Road to Nowhere. Meine Fresse. Ich hab das nicht so weit in Erinnerung. Da kommt jetzt noch mal was. Ein Schlüssel und ein Schloss. Nein, das hat nichts bewirkt. Da kommt kein Schloss, Schlüssel, irgendwas. Nö, da schwirrt auch kein Schlüssel rum. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt doch langsam in die Mitte, weil die bewegen sich alle auf dieses Suhl-Gebäude zu. Und dann kommt da ein Schlüssel und ein Schloss aufeinander zu. Ich denke mal, wenn die Dinge alle da sind, dann geht's rund. Und danach ist verkackt oder so. Keine Ahnung. I don't remember. Drop this and this. So, jetzt komm her, du Mist. Komm hier, get over here. Na, shit. Komm, ist nur für dich. Parat. Ich warte nur. Komm sie. Häng doch nicht da oben die ganze Zeit in der scheiß Ecke rum. Jetzt komm runter. Ja, hab dich, Mistvieh. Her mit dem Zaster. Ja, die strömen alle immer schneller hier aufs Suhl-Gebäude zu. Und ich kann aber nur die... Hä? Wieso steht er da? Und was bedeutet das, wenn die Schlüssel und Schloss aufeinander... Was passiert hier? Ich kann überhaupt auch nirgendwo mehr... Ach so, ich muss ja... Ich hab die Falle voll. Na, scheiße, ich muss ja erstmal dahin. Wieso kann ich denn nur eine Falle an Bord haben? Das ist ja ätzend. Also den ganzen langen Weg wieder zurück. Ohne Pause geht's nach Hause. Ich frage mich, was nachher passiert, wenn der Schlüssel und Schloss und diese ganzen Geister in das Suhl-Gebäude landen. Was kommt dann? Ist dann Game Over? Oder kann ich noch irgendwas machen? Die strömen ja aus allen Richtungen immer mehr dahin. Und selbst wenn ich dahin will, was ich jetzt gerade mal versucht habe, dann passiert da nichts, ne? Ich kann da nichts machen. Ach, guck mal, da ist zufällig einer. Der muss aber gerade dann noch vorbei. Ah, toll, der ist verschwunden. Aber wohin? Da kommt das Marshmallow-Vieh. Jetzt ist die Frage, ich kann nichts machen. Ich kann mich nicht bewegen. What that amount will be that you... From your balance. Ja, toll. Es wird mir vom Kohle, vom Gehalt abgezogen. Ja, ich wüsste aber auch nicht, wie ich jetzt was Neues kaufen kann. Da ist nichts. Oder kann ich irgendwie mit Space oder so... Schon wieder Marsch. Backpack Power at 99 Maximum. Ein Empty Traps. Ich kann mich nicht bewegen. 3 Men left. Ja, ich weiß nicht mehr, was man hier machen muss. Ich habe keine Kohle mehr. Könnte jetzt sein, dass wenn jetzt nochmal Kohle abgezogen werden soll und ich keine mehr hab, Game Over ist. Weil ich kann den Schaden ja nicht mehr decken, den das Kackvieh angerichtet hat. Angeblich habe ich doch alles dabei, aber irgendwie... Ich weiß gerade nicht, wo ich hin... Jetzt kommt er ständig und ich kann mich immer dann nicht bewegen. Ich kann nichts machen in dem Moment. Did 4000 worth of damage. That amount. Komme ich jetzt ins Minus oder was? Ich kann nichts machen. Ich verstehe gerade nicht, was es hier noch zu tun gibt. Es ist einfach schon zu lange her. Ich kann mich nicht mehr erinnern, Leute. Vielleicht könnt ihr mir da ja auf die Sprünge helfen. Sagt mir doch mal, was man dann genau machen muss. Und möglicherweise habe ich meine Karre auch schon von vornherein falsch ausgerüstet. Es ist eben einfach schon so lange her. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, wenn das hier auf 10.000 steigt, dann ist Ende Gelände. Ja, immer wenn das Kackvieh kommt... Backpack Power at 99 am Maximum. Ich kann nichts machen. Ein Empty Traps. 3 Men left. Ja, das ist nur so eine Infoanzeige. Space.
Ich kann jetzt hierher gehen und nochmal ein bisschen Geld verdienen, vielleicht durch Einfangen. Ich hätte diesen Ghost Vacuum Sauger kaufen sollen. Dann hätte ich nämlich, glaube ich, die Geister von der Straße wegschlürfen können. Oh, keiner ist da, da war ich doch vorhin. Ja, plötzlich ist nichts mehr. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich denke mal, gleich ist 10.000 und damit Ende. Ja, mehr wie... Ja, okay. The Keymaster and Gatekeeper arrived at Zul, ending the game. You didn't make enough money, so the bank has foreclosed. Better luck next time. Starting balance, 10.000, ending balance. Na toll. Gut. Ja, damit beende ich diese Runde. Floppy Discovery war jetzt nicht ganz so ergiebig, aber immerhin, ihr habt Ghostbusters gesehen. Und gesehen, wie ich mich abmühe und es nicht mehr gerafft kriege, wie man da verfahren muss. Aber ich bin dankbar für Hilfestellung. Ansonsten hoffe ich, dass das Video trotzdem euch gefallen hat und ihr dann beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es heißt Floppy Discovery mit Tomaniac. Wir graben im C64-Schatz und gucken, was sie so zutage fördern. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis denn. Macht's gut.